Gießener lieben es, Gießen zu hassen. Justus Liebig meinte einmal sogar, das Schönste an Gießen sei sein Bahnhof. In dieser Folge Maneköpp Lokalreport wollen wir uns anschauen, ob die Stadt ihren schlechten Ruf wirklich verdient hat. Gießen. Die Stadt an der Lahn ist mit rund 90.000 Einwohnern die siebtgrößte Stadt Hessens. Davon sind 49,6% Männer und 50,4% Frauen. 20,4% der Gießener Bürger sind nicht Deutsche. 36.000 Menschen pendeln jährlich nach Gießen zur Arbeit. Und im Gegensatz dazu pendeln jährlich 16.000 Menschen aus Gießen heraus zur Arbeit. Und 40.000 Menschen studieren in der Stadt. Damit hat Gießen die höchste Studierendendichte Deutschlands. Die erste urkundliche Erwähnung Gießens erfolgte 1197. Die Stadt Gießen gehört zum Landkreis Gießen. Im Landkreis leben 270.000 Menschen. Manisch ist keine Sprache im eigentlichen Sinne. Vielmehr handelt es sich um viele einzelne Wörter, benutzt wie eine Art Geheimsprache. Menschen, die Manisch sprechen, werden Maneköpp genannt. Daher auch der Name unserer Sendung. Wobei man sagen muss, dass die eigentlichen Maneköpp es ablehnen, so genannt zu werden. Es ist fast so was wie eine Art Beleidigung. Manisch lässt sich in Gießen, aber auch in Mittelhessen generell finden. Zum Beispiel immer, wenn jemand Ulei, Moss oder Chefmoss sagt. Der wohl bekannteste Vertreter des Manischen ist er hier. Haftbefehl, der Gangster-Rapper aus Offenbach. In Gießen wird Manisch vor allem auf der Gummiinsel, der Margaretenhütte und dem Eulenkopf gesprochen. Wobei man sagen muss, dass immer weniger Menschen Manisch lernen und sprechen. Der Soziolekt ist also vom Aussterben bedroht. Viele Prominente haben eine Verbindung zu Gießen. So wie der Ministerpräsident von Hessen, Volker Bouffier. Er wurde in Gießen geboren und studierte dann später an der Justus-Liebig-Universität. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier studierte an der Justus-Liebig-Universität. Schriftsteller Georg Büchner studierte in Gießen. Und eine Grundschule in der Stadt wurde später nach ihm benannt. Politiker Wilhelm Liebknecht wurde in Gießen geboren. Astrophysiker und Naturphilosoph Harald Lech hat an der Justus-Liebig-Universität studiert. Sängerin Kiara Princess Harris verbrachte ihre Jugend in Gießen. Ähnlich wie Schauspieler Til Schweiger, der in Heuchelsheim aufwuchs und später sein Abitur an der Gießener Herderschule absolvierte. Chemiker Justus von Liebig, nach welchem die Justus-Liebig-Universität benannt wurde, war in Gießen als Professor tätig. Auch Physiker Wilhelm Konrad Röntgen, der 1901 den ersten Nobelpreis für Physik erhielt, lehrte in Gießen und ist dort begraben. Von 1890 bis 1924 war auf dem unteren Harthof in Gießen eine Brauerei namens Bichler, die die ersten zwei Jahre allerdings noch Textor hieß. Mit seinen vielen Attraktionen war der Hof in ganz Gießen und der Umgebung bekannt. Eine ausgedehnte Terrasse, eine große Radrennbahn mit Tribüne, auf der sogar internationale Rennen gefahren wurden. Ein Kinderspielplatz mit vielen Touren und Spielgeräten und Tennisplätze boten vielerlei Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. 1924 übernahm dann die Stadt Gießen die Anlage und der komplette Hof wurde als Kulturdenkmal eingestuft. Und heute sind unter anderem wir auf dem Grundstück aufzufinden, der offene Kanal Gießen. Ein in Gießen leider eher unbekannter Fakt ist es, dass sich hier das Aufnahmelager für DDR-Flüchtlinge befand. 1946 wurde von den Alliierten ein sogenanntes Regierungsdurchgangslager errichtet, um nach Kriegsende Displaced Persons wieder in ihre Heimat bringen zu können. Ab 1950 wurde es zur zentralen Anlaufstelle für alle Menschen, die aus der Deutschen Demokratischen Republik flohen. Bis zum Zusammenbruch der DDR 1990 nahm das Bundesnotaufnahmelager hier in Gießen über 900.000 Flüchtige auf und war somit ein wichtiger Punkt im Leben eines jeden Republikflüchtigen. Heute erinnert übrigens außer einer Tafel am Bahnhof fast nichts mehr an dieses wichtige Stück Lokalgeschichte. Als Schlammbeißer werden heutzutage oft alteingesessene Gießener bezeichnet. Aber früher hat das eigentlich eine ganz andere Bedeutung. Als Gießen noch kein Kanalisationssystem hatte, hingen die Toiletten an den Außenwänden der Häuser. Über Holzrohre wurden die Fäkalien dann in einen großen Behälter gesammelt, der wiederum in den Zwischenräumen der Häuser stand. Diese Behälter wiederum mussten mit einem sogenannten Schlampeisen, das ist ein langer Holzstab mit einem Eisenhaken am Ende, hervorgezogen werden und danach abtransportiert werden. Von 1977 bis 1979 war Gießen überhaupt nicht Gießen, sondern Teil der Stadt Lahn. Zusammen mit dem Landkreis Gießen und dem Landkreis Wetzlar bildete sie eine 156.000 Einwohner große, kreisfreie Stadt.
Das Experiment hielt nur 31 Monate und stand von Anfang an unter starker Kritik. Vor allem in Wetzlar war die Bevölkerung der Idee gegenüber sehr abgeneigt. Zusätzlich hatte die Stadt Lahn das Problem, dass sie nicht organisch gewachsen war, sondern aus zwei Stadtkernen bestand. Auf der einen Seite Gießen, auf der anderen Seite Wetzlar. Getrennt vom dünn besiedelten Heuchelheim und Lahnau. Am 1. August 1979 wurde die kreisfreie Stadt aufgrund der Bürgerproteste wieder aufgelöst. Das Gießkannenmuseum in der Sonnenstraße entstand durch die Idee eines Gießeners im Rahmen eines Ideenwettbewerbs zur Landesgartenschau 2014. Im Jahr 2011 wurde die Idee in die Praxis umgesetzt und das Gießener Gießkannenmuseum eröffnet. Seit der Eröffnung wächst der Inhalt des Museums ständig durch Gießkannenspenden aus aller Welt. Jeder kann dort Gießkannen zur Schau stellen. Interessant machen die Gießkannen auch die individuellen Geschichten, die hinter jeder Kanne stecken. Führungen durch das Museum werden einmal monatlich oder nach individueller Absprache durchgeführt. Ja, ich bin Katharina Friese und ich bin Fotografin hier in der Stadt für Tageszeitungen, für alle möglichen Medien und Events und die Uni. Ja, und ich bin Andreas Eikenroth. Ich zeichne Comics zum einen, schreibe für ein paar Zeitungen und arbeite im Stadttheater Gießen. Woher kam die Idee, dieses Buch zu schreiben? Die Grundidee war nämlich die, ich habe mich mit einem Freund unterhalten über Gießen und er meinte, Gießen wäre ja jetzt nicht so geil, zwar auch nicht so schlimm, wie die Leute immer sagen, aber es gäbe ja keine Handvoll Gründe, Gießen wirklich toll zu finden. Und in dem Gespräch kam ich dann darauf, mich da reinzusteigern und sagen, ey Alter, es gibt mindestens 100 Gründe. Und wie ich mich da mit der Idee auseinandergesetzt habe, hat es eine Weile gedauert und ich kam tatsächlich auf 100 Gründe und die habe ich damals dem Anzeiger, für den ich ab und zu mal schreibe, angeboten, dass ich daraus eine Serie mache. Und das ging dann auch über ein Jahr, über zwei Jahre sogar und nach und nach hatte ich dann tatsächlich diese 100 Gründe zusammen. Ich musste dann schon mal ein bisschen nachforschen, weil so spontan kommst du natürlich erstmal auf klar, das Elefantenklo oder Til Schweiger oder sowas. Aber da 100 Gründe zusammenkriegen, war schon spannend. Also ich habe da auch ein paar Sachen für mich entdeckt, die ich vorher so noch nicht kannte. Was habt ihr speziell bei der Recherche neu gelernt noch über Gießen? Also für mich war eine Entdeckung Ernst Diefenbach. Das ist im Prinzip der Gießener Alexander von Humboldt. Der war in Neuseeland, der hat sozusagen Neuseeland nochmal neu entdeckt. So was Humboldt für Südamerika gemacht hat, hat er für Neuseeland gemacht, hat da geforscht, hat Berge bestiegen und ist da auch noch eine große Nummer. Nach ihm sind da Berge benannt, sind Tierarten benannt und so. Und den kannte ich vorher überhaupt nicht. Das fand ich ganz spannend. Ich fand es ziemlich abgefahren, dass ein Gießener Autohändler stehend auf einem Doppeldeckerflugzeug von Gießen-Lützelinden bis nach New York geflogen ist. Wusste ich vorher nicht und weiß wahrscheinlich auch, wissen relativ wenige. Und was sind eure, sagen wir, drei Lieblingsgründe aus dem Buch von Gießen? Tatsächlich der Wochenmarkt, weil das so wirklich, also für uns die Versorgungsquelle mit tollen Lebensmitteln ist und einfach auch so ein Event, dahin zu gehen. Ich finde das Gießen-Bashing noch ganz cool. Anscheinend haben sich doch ganz schön viele Leute auf Gießen eingeschossen, aber auch auf eine kreative Art und haben sich ganz schön über Gießen ausgelassen und die Gießener nennen das ja auch immer ganz entspannt. Das finde ich ganz cool. Und hast du da vielleicht ein Beispiel, welche Gründe es nicht ins Buch geschafft haben oder dann am Ende noch raus mussten? Was ist denn zum Beispiel rausgeflogen? Die Wurstbuden sind rausgeflogen. Die hatten wir mal als Grund drin. Aber eigentlich auch, das war so ein Notgrund. Und eine Wurstbude, die hat ja der ehemalige Powerlifter-Weltmeister Theo Strippel gemacht, oben am Eulenkorb. Aber der macht die ja auch nicht mehr und damit hat sich der Grund auch schon irgendwie erledigt. Als ihr die 100 Gründe gesucht habt, weil es müssen ja exakt 100 sein, es darf nicht einer zu viel, einer zu wenig sein, sonst ergibt der Titel ja keinen Sinn. Gab es da welche, wo ihr dann entscheiden musstet, den oder den oder den? Ich glaube, ich bin froh, dass ich auf die 100 Gründe gekommen bin. Aber je mehr man jetzt danach guckt, umso mehr Gründe findet man noch. Also wir haben schon überlegt, boah, wer weiß, ob man in 5 Jahren nochmal 50 nachschieben könnte oder so. Also ja. Da wären wir auch schon fast bei der letzten Frage. Wo es denn das Buch zu kaufen gibt, euer Buch? Dieses
hübsche handliche Buch gibt es zum Beispiel beim Stadtmarketing. Überall im Fachhandel, Buchhandel. Ja, oder zur Not auch im Netz bei Limosa Verlag. Das ist der Verlag, wo es erschienen ist. Aber man will ja gerne den eigenen heimischen Buchhandel fördern. Also eigentlich in jeder Buchhandlung. Oder bei uns. Oder bei uns natürlich. Da kriegt man noch was reingemalt.